Mit dem demografischen Wandel hat sich auch das Reise- und Nachfrageverhalten geändert. Durch die spezielle Angebotskonstruktion einer Reise oder Destination müssen im Marketing die Menschen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen. Es ist ein speziell auf die Zielgruppen und deren Wünsche abgestimmtes, gesellschaftsorientiertes Marketing notwendig. Dabei sollten auch ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt werden, da diese für die Gesellschaft und somit für die Touristen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ich interpretiere Ihre Reaktion dahingehend, dass wir heute etwas früher schließen sollen. Also gut, dann beenden wir die Vorlesung heute ausnahmsweise 5 Minuten vor der Zeit, aber nur, weil die Evaluation vor der Tür steht, ja? Danke für die Aufmerksamkeit. Entschuldigen Sie, Herr Professor Wengler. Ja, was gibt es denn? Ich sollte doch Präsentationen über die Sagen des Fichtelgebirges halten. Erinnern Sie sich noch an das Buch, das Sie mir empfohlen haben? Ja, was ist damit? Werden Sie nicht fertig mit Ihrer Präsentation? Nein, nein, alles prima. Es ist nur, naja, das Buch ist etwas merkwürdig. Ach, und was ist so merkwürdig an diesem Buch? Ja, haben Sie das Buch schon mal gelesen? Schauen Sie, ich glaube, wir haben schon einmal darüber gesprochen, nicht wahr? Nein, ich habe das Buch persönlich noch nicht gelesen, aber ich habe viel darüber gehört. Und soweit ich weiß, soll es das älteste Original sein. Das heißt, die Texte in dem Buch sind sehr nahe an den Originalsagen. Sie haben also noch nie gehört, dass mit dem Buch irgendwas nicht stimmt. Also hören Sie, wenn Sie mit der Literatur nicht klarkommen, dann suchen Sie sich ein anderes Buch. Ich muss auf jeden Fall jetzt zu meiner nächsten Vorlesung. Kennst du die Berge in Deutschlands Herz? Gelagert rings in Kreise. Mit grünen Wäldern so reich bedeckt. Kindchen, nachdem du immer noch da bist und nicht mit Heinrich durch die Wälder streifst, nehme ich an, dass du mir irgendetwas zu sagen hast. Es sind mehrere Wochen vergangen und ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Je länger ich in meiner Zeit bin, desto mehr schmerzt es mal. Es brennt unter meiner Haut. Ja, ja, das ist ein Problem. Ein Problem? Das ist noch harmlos ausgedrückt. Wie soll ich denn mein Studium schaffen? Meine Familie habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen. Ich kann doch nicht alle 3 Tage hierher kommen. Wir trinken jetzt erstmal eine schöne Tasse Tee. Ich habe schon Tee. Und so leid es mir tut, Tee ist nicht die Lösung für alle Probleme. Und doch lösen sich die meisten Probleme mit einem kühlen Kopf. Oh, es geht nichts über eine gute Tasse Tee. Ah, tut das gut. Ich muss jetzt gehen. Wir wissen beide, dass du auch hier wärst, wenn du kein Mal tragen würdest.
alles. Du bist viel zu neugierig, um aus dieser Situation nicht deinen Nutzen zu ziehen. Ja, aber... Kein Aber. Ich verstehe durchaus, dass wir etwas gegen den Fluch unternehmen müssen. Es gibt nur einen Weg und der ist unumwunden mit Heinrich verbunden. Das bedeutet, wenn Heinrich seine Seele wiederbekommt, bin ich vom Fluch geheilt? Ich glaube, ihr müsst einen Weg finden, um den Teufel zu besiegen. Und wie? Das ist eine sehr gute Frage. Sehr hilfreich. Moment! Ich glaube, ich hab's. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Warum? Brauchst du diesen Blödsinn überhaupt hier? Das habe ich doch schon erzählt. Ich habe letztens im Internet gesucht, weil ich dieses Mal loswerden will. Und da ist mir der Gottessitz quasi ins Auge gesprungen. Schulen machen Wandertage dahin. Jeder kennt die Legende. Ach, und dieses Inter-Ding weiß sowas einfach. Wer hat das geschrieben? Keine Ahnung, irgendwer halt. Na dann, wenn irgendwer sagt, dass ein Stein Wünsche erfüllt, dann muss das natürlich stimmen. In meiner Zeit glaubt auch keiner an den Teufel oder Geister. Für euch ist das gar nicht so ungewöhnlich. Das ist logisch. Heinrich, dich habe ich gesucht. Hey Kurt, geht's dir gut? Warum hast du mich gesucht? Der Bauer hat mir heute freigegeben. Prima! Wir haben einen langen Weg vor uns. Wartet mal. Heinrich, weißt du, wo wir hier sind? Heinrich, weißt du, wo wir hier sind? Das ist unser Platz. Hier haben wir uns kennengelernt. Wie habt ihr euch denn hier kennengelernt? Das ist meine allerliebste Lieblingsgeschichte. Willst du sie erzählen, Heinrich? Du hast recht, aus meiner Sicht ist sie viel spannender. Also, ich war noch ein ganz kleines Kind, praktisch ein Knabe. Du warst 12. Ja, ganz klein, sag ich ja. Ich ging durch den Wald und wollte Bären sammeln. Aber dann hörte ich sie. Wölfe, ein ganzes Rudel ausgehungerter Wölfe. Sie sprangen mich sofort an. Ich konnte mich nicht wehren, ich war ja noch so klein. Aber dann kam Heinrich aus dem Gebüsch. Er kämpfte mit den Wölfen, er machte Fälle aus ihnen. Er sah. Ich hatte Fackeln dabei. Die Viecher hasten voll. Guter Mann. Komm doch näher zu uns. Wir hatten schon lange keinen Mann mehr. Hier gesehen. Aha. Luise, wir gehen. Und wer bist du, meine Schöne? Bleib hier bei uns. Hab dich nicht so.
Meine Schöne. Vertrau uns, meine Schöne. Meine Schöne. Wir sind so einsam. Möchtest du uns nächste Nacht besuchen? Zier dich nicht. Komm schon her. Bei uns. Vertrau uns. Wir sind so einsam. Bei uns. Meine Schöne. Wir sind so einsam. Vertrau uns. Bleib bei uns. Meine Schöne. Bleib hier. Was war das? Das, Luise, waren die drei Jungfern vom Roten Schloss. Sie sind nicht gerade gefährlich, aber wie du siehst, können sie ein bisschen unangenehm werden. Naja, als fändest du sowas unangenehm. Bei diesen Trullern schon. Sie sind allesamt verflucht, weil sie zu ihren Lebzeiten eine etwas unzüchtige Lebensart geführt haben. Denen sollte man nicht zu nahe kommen. Heinrich, Luise! Ihr werdet nie erraten, wen ich gerade getroffen habe. Beeindruckend. Okay, ich geb's zu. Es könnte etwas majestätischer sein. Aber die Hauptsache ist, man sieht die Mulden. Der Legende nach setzte Gott sich dreimal auf den Stein. Und wo er saß, hinterließ er Spuren. Kurt? Hä? Ach, wieso darf ich denn nicht zu den Mädchen gehen? Sie waren doch so schön. Ich hab's dir schon gesagt, die sind alle verflucht und jetzt nerv nicht. Komm schon, Heinrich, jetzt versuch es wenigstens. Wir sind stundenlang gelaufen. Setz dich auf den Stein und wünsch dir, was du am sehnlichsten brauchst. Gott hat einen verdammt kleinen Allerwertesten. Heinrich! Ich wünsche mir einen Sack voll Gold. Schau mal, Luise. Kein Gold. Komisch, dass das nicht funktioniert. So funktioniert das auch nicht. Du wirst schon sehen, unser beider Wünsche werden schon bald in Erfüllung gehen. Ich denke, mein Wunsch wird sich schon heute Nacht erfüllen. Du solltest da nicht hingehen, Kurt. Müsstest du nicht eigentlich heute bedienen? Wow, er spricht. Nee, das Restaurant hat zugemacht. Da kommt jetzt eine Bar rein. Das ist ja schrecklich. Was ist denn jetzt mit Frank? Ja, meiner. Und den habe ich dir zu verdanken. Meiner. Ich bewerbe mich einfach bei der Bar. So als Barkeeperin würde ich doch ganz gut kommen. Welcher Junge benutzt überhaupt Magenta? So, das wär's für heute. Ja, ich weiß, ihr wollt gehen. Freitag letzte Stunde ist immer etwas schwierig. Aber bitte vergesst nicht mehr mitzuteilen. Boah. Sorry. Hast du wohl noch niemanden? Nein, es sind noch zwei Wochen. Wer ist denn das? Bist du naiv? Luise, die Mitbewohnerin. Hey Lisa, warte mal kurz. Krass. Ich wollte fragen, ob du schon jemanden für den Ball hast, also ein paar Bräder. Du hast eine Mitbewohnerin? Nein. Toll, dann. Ja. Die ist aber eigentlich nie da. Die Studie muss irgendwie sau schwer sein, ständig in der Bib. Immer noch Tim, ernsthaft? Kann doch sein, dass er noch fragt. Okay, dann. Übrigens! Ich bin der Lukas! Ich glaube nicht, dass ich mir das merken muss.
Du bist gekommen. Wie sehr wir uns über dich freuen. Ich bin jetzt da. Komm, leg deine Fackel weg. Wir brauchen jetzt kein Licht. Nein, ich denke, ich behalte sie noch ein bisschen. Meine Schwestern und ich brauchen deine Hilfe. Mein hübscher Junge, kannst du uns von unserem Fluch erlösen? Ich helfe euch gerne. Wie kann ich euch denn erlösen? Ein Kuss von dir. Nur ein Kuss kann uns erlösen. Küssen? Wirklich? Euch alle drei? Aber ja, alle drei. Lege deine Fackel weg. Im Lichte sind wir zu schüchtern, um unsere Schleier zu lüften. Was war das? Um Himmels Willen! Hilfe! Warte! Du dummer Knabe! Du hast uns dein Wort gegeben! Da bist du ja endlich. Hast du alles bekommen, was ich wollte? Ja, das habe ich. Warum bist du so? Was habt ihr euch dabei gedacht? Kreuze? Wollt ihr unseren Göttern entsagen wegen diesem Frankenprinzen? Aber nein, natürlich nicht. Diese Kreuze schützen uns vor dem Teufel. Und wir müssen das nutzen. Dieser Vorfall hatte nichts mit einem Teufel zu tun. Ihr wart krank. Und selbst wenn es so gewesen wäre, dann habt ihr das einzig und allein diesem Franken zu verdanken. Dieser Franke ist ein Prinz. Ihr habt kein Recht, so über ihn zu sprechen. Er ist nicht mein Prinz. Er ist der Feind, Irene. Merkt ihr denn nicht, wie er versucht, euch absichtlich den Kopf zu verdrehen? Er weiß, dass sie schwächer sind als wir. Aber wenn ihr euch mit ihm... Genug! Ich hätte mehr von dir erwartet. Nimm mein Kreuz. Ich muss verhindern, dass der Teufel dir etwas anhaben kann. Nein, ich will es nicht. Das war keine Bitte. Es war sein Vater, der eure Eltern ermordet hat. Vergesst das nicht. Wozu brauchst du das alles? Du hast doch genug eigene Kräuter. Es gibt viel zu viele Kräuter, als dass ich sie alle in meinem kleinen Garten anbauen könnte. Außerdem könnte ich dann dich, kleine Naseweiß, nicht zum Sammeln schicken. Wachen! Wir kehren um. Ich wäre auch als Adeliger geboren. Ja, Wünsche sind eine besondere Form, um zu träumen. Aber man muss es mit Vorsicht genießen. Manche Wünsche bereut man.
Für andere fühlen wir uns schuldig. Ein Wunsch kann in weiter Ferne liegen und doch Mut schenken. Und manchmal müssen wir uns erst überwinden, einen Wunsch einzugestehen, da die Angst, erneut zu scheitern, größer ist als die Hoffnung, die noch in unseren Herzen keimt. Ihr wollt noch mehr von uns sehen? Nö, nö. Nö, 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 nö. Spaß. Uns gibt's jetzt auch bei Instagram. Einfach Hashtag Seelenspiel und abonniert uns. Und wenn ihr noch mehr von Seelenspiel sehen wollt, dann klickt hier.